Hallöchen, ich hoffe, es geht euch gut. Also, ich habe heute, oder ich war am Überlegen, was soll ich kochen oder vorbereiten. Und ich habe meinen Kühlschrank geguckt, was gibt's. Und dann habe ich gefunden Paprika und Aubergine. Dann habe ich gesagt, ich mache heute Auflauf oder Gratin. Also ich wollte erst meine Gemüse also in kleine Würfel und da kleine Stückchen schneiden und dann direkt in den Pfann rein. Meine Zwiebeln. Also für die Aubergine habe ich drei Stück, konnte auch eine große, wie Sie wollen. Ich habe hier drei Stück Knoblauchzehen, konnte auch nur eine oder mehrere, wie Sie wollen. Also für die Gewürze, ich mache erst nur Salz und den Rest mache ich später. Olivenöl. Für die Reste Gewürz habe ich Pfeffer, Paprikapulver, das ist edelsüß. Trockene Petersilie und auch Oregano, Thymian. Das ist sehr lecker. Also noch 10 Minuten, dann meine Gemüse ist fertig. Ich habe hier Frischkäse, konnte auch mit Ziegenkäse, das schmeckt noch besser. Also ich habe hier fast 150 Gramm. Also konnte weniger oder mehr, wie Sie mögen. Und muss auch nicht, also muss nicht sein, aber schmeckt besser. Und jetzt vorbereite ich meine Soße oder Creme, wie Sie wollen. Ich wollte nur eine Sache sagen. Ich benötige Joghurt Natur, ohne Geschmack. Konnte auch Creme fraiche. Bitte keine Milch. Entweder Naturjoghurt oder Creme fraiche. Okay? So, ich habe hier drei Eier, eine große Esslöffel Speiseschnecke, dann ein Naturjoghurt. Also, bitte Eier und Joghurt nicht vom Kühlschrank. Muss Zimmertemperatur sein, ja? Okay. Dann 2 bis 3 Esslöffel Frischkäse. Egal welche Sorte, egal. Und dann richtig umrühren. Meine Soße ist fertig. Also ich habe schon meine Backofen schon an. Oben unten auf 180 Grad. Jetzt nehme ich meinen Auflauf. Ein bisschen Olivenöl oder normales Öl. Gemüse. Bei diesem Rezept keine geriebene Käse. Verbot. Okay? Danach die Soße. Überall verteilt. So, meine Damen und Herren, guck mal, wichtig ist bei diesem Rezept, guck mal. Ich hoffe, habt ihr mich richtig verstanden. Also, ich versuche vernünftige Reden, ja? Leute, ich habe immer Probleme mit Akkusativ und Dativ. Aber egal. Ich bin nicht richtige Deutsche. Aber ich wollte meine Rezepte mit euch teilen, deswegen. Also mit meinen Kollegen und anderen Leuten. Ne? Okay? So, jetzt direkt in den Backofen. Also dauert 20 bis 35, ja? Okay. So, meine Lieben, nicht in Mitte Schiene, sondern in Vorleste. Okay? Bye bye, bis gleich.
So, meine Lieben, meine Auflauf oder Gratin ist schon fertig. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Bis nächstes Mal. Tschüss.